Willkommen zurück zu Final Fantasy 14 mit dem duften Typ, der duften Mieze und der Aya im Hintergrund. Hallo. Wir hatten... Oh, wir haben Post. Kleinen Moment, da gucken wir doch mal nach. Wir hatten in der letzten Folge die Aufgabe bekommen, unbedingt weiterzuhelfen bei der... Nein, wir sollten die Moral ein bisschen steigern. So war das. Und ja, Luna, was? Katzenminze. Ich bekomme Katzenminze und Gewürze. Na gut, okay. Ich nehme die jetzt an. Danke, Luna. Ich weiß nicht so ganz, was ich damit anfangen soll, aber okay. Ich habe jetzt Katzenminze. Kann ich damit irgendwas machen? Verströmt einen Duft, der wie magische Geira-Katzen an... Moment... Okay. Warum auch immer. Ja, wir wollen ein Licht... einen Lichtbringer, wollte ich sagen. Einen Sündenvertilger suchen und zur Strecke bringen. Und dafür haben wir uns die Hilfe der Leute von Crystarium geholt, damit ihre Moral gesteigert wird. Und... Tja... Ich würde mal sagen, ich war spitze, ich war schon schneller da als Moment. Ich habe gar nichts gemacht. Das ist irgendwie uncool. Wie ich sehe, habt ihr den Sündenvertilger bereits niedergestreckt. Ich hatte doch befohlen, nicht anzugreifen, bevor ich mit Verstärkung eintreffe. Das war nicht unser Werk, Kommandantin. Ein reisender Krieger ist plötzlich aufgetaucht und hat das Ungeheuer im Nu erschlagen. Ganz alleine. Das hier war kein gewöhnlicher Sündenvertilger. Es gehört schon außerordentliches Geschick dazu, so einen Gegner zu bezwingen. Dieser Kerl war auch kein gewöhnlicher Krieger. Er tauchte wie aus dem Nichts auf und erschlug die Bestie mit einem einzigen gewaltigen Hieb mit seiner Streitaxt. Ich war so erstaunt, dass ich ihn fragte, ob er ein Krieger der Dunkelheit sei. Aber stattdessen sagte er nur, nein, ich bin ein Krieger des Lichts. Und dann verschwand er so schnell, wie er gekommen war. Wie ist das möglich? Egal wie stark der Kerl auch war. Wenn er sich Krieger des Lichts nennt, verfolgt er womöglich dieselben Ziele wie die großen Sünder, die die Lichtflut auslösten. Zumal wir hier die wahre Retterin unserer Welt vor uns haben, die Kriegerin der Dunkelheit. Also spar dir besser deinen Lobgesang. Ich wollte nicht unhöflich sein. Bitte vergebt mir. Es ist mir eine große Ehre. Also gut. Der Sündenvertilger ist tot. Damit ist unsere Arbeit hier erledigt. Alle zurück auf ihre Posten. Es ist bedauerlich, dass uns die Gelegenheit genommen wurde, an deiner Seite zu kämpfen. Die Kriegerin der Dunkelheit wird uns immer ein Vorbild sein. Tut mir leid, dass du umsonst hierher gekommen bist. Ich frage mich, wer dieser Krieger des Lichts wirklich ist. Egal, wie man zu den Kriegern des Lichts auch stehen mag, die meisten werden beim Erklingen des Namens mit Erschaudern an Artbert und seine Getreuen denken. Selbst mir geht es so, obwohl ich die Wahrheit vom Kristallexarchen erfahren habe. Er mag ja seinen Anteil an deinem Sieg gehabt haben, aber für den Großteil der Bevölkerung ist der Krieger des Lichts immer noch das personifizierte Grauen. Wer auch immer diesen Sündenvertilger erlegt haben mag, ich schätze, wir sollten ihm dankbar sein. Ich danke euch jedenfalls, dass ihr mitgekommen seid. Ich würde sagen, wir kehren nach Crystarium zurück. Ich möchte dir und unseren Freunden einen Vorschlag unterbreiten. Ach, eine Sache noch.
Könnten wir uns kurz unter vier Augen sprechen? Es wird nicht lange dauern. Ich gehe schon mal vor. Wir sehen uns im Okular. Sehr, sehr seltsam. Ein Krieger des Lichts? Das gefällt mir irgendwie nicht. Also, eigentlich schon, denn wir wissen ja eigentlich, dass die Krieger des Lichts alles andere als böse waren, aber trotzdem... Sehr, sehr seltsam. Mysteriös. Tut mir leid, dass ich dich noch länger aufhalte. Es geht um den Kristallexarchen. Wie du ja weißt, sieht man ihm sein wahres Alter nicht wirklich an. Aber auch wenn er mit ewigem Leben gesegnet zu sein scheint, wirkte er früher oft alt. Nicht, dass er irgendwie gebrechlich geworden wäre oder es ihm an Tatkraft gemangelt hätte. Und dass er mal eine Feder mit einem Brieföffner verwechselt hat, darum geht es auch nicht. Nein, er... Es gab nur immer wieder Momente, in denen er des Lebens müde wirkte. Es fällt mir besonders auf, weil... Nach eurer gemeinsamen Rückkehr aus Tempest schien er so... lebendig und erfrischt. Besonders in jüngster Zeit hat sich dieser Eindruck bestätigt, seit er so in seine Nachforschungen vertieft ist. Ich beobachte ihn von Zeit zu Zeit, wie er seiner Recherche nachgeht. Dann erinnert er mich an einen begeisterten Jungen. An jemanden, der sich keinerlei Sorgen um die Zukunft macht. Und wenn ich ihn so sehe, wird mir etwas leichter ums Herz. Es scheint, als hätte man ihm eine große Last von seinen Schultern genommen. Gerade weil ich seine frühere Verfassung kenne, wage ich es nicht, ihn zu stören und diese Stimmung womöglich zu trüben. Meinst du wirklich? Ich werde mein Bestes geben, ihm auch in Zukunft eine Stütze zu sein. Es hat gut getan, mit dir darüber zu sprechen. Ich danke dir. Ich hätte dennoch eine Bitte. Lass nicht zu, dass der Exarch sich bei seinen Nachforschungen verausgabt. Egal wie jung er aussehen mag, wir dürfen nicht vergessen, dass der Gute schon das ein oder andere Jahrhundert durchlebt hat. Ja, ja, so ist das. Und was mir gerade so eingefallen ist, was euch sicherlich nicht sofort aufgefallen ist, aber mir, gerade als ich diese Cutscene gesehen habe, ja, wir haben die Rubinwaffe nebenbei ergattert, indem wir uns einfach mal 7 Kills geholt haben. 7 Kills, wow, wir waren echt gestern 7 Mal da drin? Das ist ja krass. Beim 7. Mal ist dann auch meine Waffe gefallen, aber trotzdem, wuhu! Endlich wieder neues Gear und deswegen werde ich auch in der nächsten Folge mit Eden anfangen. Also nicht wundern, Plan für nächste Folge Eden. Und ja, aber so lange geht diese Folge hier ganz normal weiter. Wir gehen die Mainquest nach und dann am Ende, wenn ich der Meinung bin, hier ist ein guter Cut, dann kümmern wir uns um Eden. Also. Ich will dich nicht länger aufhalten. Alfino und die anderen warten sicherlich schon auf dich. Ich werde nun ebenfalls auf meinen Posten zurückkehren. Danke nochmal, dass du mir zugehört hast. Immer gern. Und da verschwindet sie einfach im Nichts. Im Äther, sozusagen. Und lässt uns hier mit einem random Dude einfach alleine stehen. Nee, ich bleib hier nicht alleine neben dem. Der sieht mir komisch aus. Ich verschwinde hier lieber. Und düse rüber zum Okular. Und schreie in die Weltgeschichte. Dass meine Wenigkeit hier irgendwo durch die Gegend läuft. Natürlich weiß keiner auf Shiva, dass ich... wer ich bin und warum ich bin. Denn ich bin Batman.
Das wisst jetzt nur ihr, die gelegentlich mal meine Videos gucken. So, wollen wir doch mal mit den Dudes sprechen. Wir haben nämlich das Problem, what the fuck, ein Warrior of Light. Ich habe unseren Freunden bereits davon berichtet, dass ein angeblicher Krieger des Lichts aufgetaucht ist und den Sündenvertilger erschlagen hat. Aber es gibt da noch etwas, das ich vorschlagen möchte. Es dürfte dich ebenfalls interessieren. Also dann, kommen wir zu meinem Vorschlag. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir den Leuten die Wahrheit über Artbeard und die Krieger des Lichts der ersten Splitterwelt erzählen. Ich habe jüngst viel Zeit im Kabinett der Kuriositäten verbracht und die Anzahl derer, die mehr über die Geschichte ihrer Welt erfahren möchten, ist beachtlich. Und dieses Ansinnen ist überaus löblich. Die meisten Bücher beschreiben die Krieger des Lichts allerdings als die großen Sünder, die Verursacher der Lichtflut. Wir wissen natürlich, dass das nicht die ganze Wahrheit ist. Und just in dieser Situation taucht jemand auf, der sich selbst als Krieger des Lichts bezeichnet. Wenn wir jetzt die Wahrheit noch weiter verheimlichen, sehe ich eine ernste Gefahr für das Wohl dieser Welt. Sicher, für die allermeisten in der ersten Splitterwelt löst der Name Artbeard ein starkes Unbehagen aus. 100 Jahre lang wurde die Geschichte der Krieger des Lichts immer und immer wieder erzählt, bis sie irgendwann zur unangefochtenen Wahrheit wurde. Ihnen bleibt gar nichts anderes übrig, als sie für die großen Sünder zu halten. Ich bin mir natürlich über die wahren Begebenheiten im Klaren, aber ich habe die Aufzeichnung, die ihr mir hinterlassen habt, eingehend studiert und weiß um Artbeards Opfer. Doch ich traf in dieser Welt ein, als die Lichtflut erst wenige Jahre zurücklag und die Namen der Krieger des Lichts wurden bereits in allen Winkeln Norfrans verflucht. Natürlich gab es auch jene, die Artbeard und seine Getreuen persönlich kannten und alles dafür taten, trotz aller Anfeindungen die Krieger des Lichts zu verteidigen. Auch ich hatte das kürzlich knäppliche Vergnügen, sie vor dem Ausbruch der Lichtflut kennenzulernen. Sie haben sich für mich eingesetzt und den Missbrauch meines Wissens durch den verrucht verräterischen Hofmagier untersucht. Es waren gute Seelen, auch wenn sie als Kardinaltugenden viel Leid verursacht haben. Aber dass sie den Untergang der Welt herbeigesehnt haben, das war für mich schon immer unglaublich unvorstellbar. Leider sind es die grausamen Geschichten, die sich in das kollektive Gedächtnis einprägen und die Zeiten überdauern. Welche gute Taten sie auch vollbracht haben mögen, die Stimmen, die daran erinnern, sind verstummt und jetzt erinnert man sich an die Krieger des Lichts nur noch als große Sünder. Mit der schier überwältigenden Zerstörungskraft der Lichtflut konfrontiert, aller Hoffnung geraubt und keinem anderen Ventil für die Wut über die eigene Machtlosigkeit zur Hand, ist es nicht weiter verwunderlich, dass man Artbeard und seinen als Sündenböcke brandmarkte. Ein betrüblicher Irrtum der Geschichte ist das. Es liegt wohl an unserer Natur, eher dem Glauben zu schenken, was man glauben möchte, als der eigenen Wahrheit. Aber die Situation hat sich gewandelt. Die Dunkelheit ist wiedergekehrt und vielleicht sind die Leute nun tatsächlich empfänglicher für die Wahrheit. Ich erinnere mich noch gut daran, als du aus Tempest zurückgekehrt bist und mir erzählt hast, dass es Artbeard Geist war, der dir zum Sieg verholfen hat. Ich denke, die Chancen stehen gut, dass wir die Geschichtsschreibung ins rechte Licht zurücken können. Gerecht wäre es. Ich habe einigen wenigen die Wahrheit bereits offenbart. Lina war gelinde gesagt erstaunt. Ich denke, wir haben den Zeitpunkt erreicht, in dem wir der breiten Öffentlichkeit die ganze Wahrheit mitteilen sollten. Insofern stimme ich Alfinos Vorschlag zu. Was meinst du, Dufte? Die Zeit ist reif. Ich wollte diese Ungerechtigkeit schon lange aus der Welt schaffen. Die Zeit ist reif. Damit wäre die Sache beschlossen.
Ich schlage vor, wir versammeln die Stadtbewohner auf der Exedra. Der Kristallexarch und Backlook können sich weiter der Entwicklung des Wesenskristall widmen. Der Rest hält sich auf und verbreitet die Kunde in der Stadt. Sprecht jeden an, der euch in den Sinn kommt. Schreiten wir zur Tat. Endlich. Nichts ist schlimmer, als die Geschichte zu verfälschen und damit quasi alles in ein falsches Licht zu rücken. Man muss halt eben auch immer sehen, es gibt zwei Seiten einer Geschichte. Das darf man niemals vergessen. Trotzdem sollte man immer überlegen, wer im Recht und wer im Unrecht ist, sondern man sollte immer alles kritisch reflektieren. Das sind so Sachen, by the way, die man eigentlich in der Schule im Geschichtsunterricht lernt, was immer wieder total vernachlässigt wird und man sich fragt, warum muss ich das lernen? Es geht dabei gar nicht darum, den ganzen Kram auswendig zu lernen, sondern mit den Fehlern der Vergangenheit seine Zukunft zu bestimmen und zu erklären bzw. zu beschreiben. Und im Normalfall macht man das eigentlich ganz gut. So, genug Nachhilfeunterricht im Bereich der Didaktik. Weiter geht's mit Catlys, die wir dazu bringen wollen, Kunde zu verbreiten. Dufte, was ein Zufall. Ich wollte dich gerade aufsuchen, um dir einen Brief von Grenold zu überreichen. Wer hätte gedacht, dass er sich am Meeresboden niederlassen würde? Am Meeresboden! Ein Glück, dass dich dein Weg nach Tempest geführt hat, sonst hätten wir vielleicht nie wieder von ihm gehört. Wie es aussieht, haben deine Abenteuer seinen Schaffensgeist inspiriert. Er ist mit seinem Werk offenbar vorangekommen. Vielleicht lässt er sich ja auch dazu überreden, sich mal hier blicken zu lassen. Wäre doch was, oder? Die Wahrheit über die Krieger des Lichts? Grenold hat bereits in seinen Schriften Andeutungen gemacht. Ich kann nicht behaupten, dass ich allzu erpicht darauf bin, alte Wunden aufzureißen. Aber ich werde mir anhören, was du zu sagen hast. 5 Leute soll ich ansprechen. Sag mal, hackt's bei euch? Das gibt's ja nicht. Das sind ja voll die Wanderwege hier. Und dann muss ich hier... Ah, und das ist alles hier so verwinkelt. Alles gut. Wir kriegen das hin. Wir überleben das. Wir schaffen das. Ich würde ganz gerne mein Schokobro auspacken, um hier schneller voranzukommen. Aber Sprint ist das Einzige, was wir hier zur Verfügung haben. Na gut. Shazamile. Ah, welch schöne Überraschung, dass du dich hier blicken lässt, Mädchen. Ich hoffe doch sehr, dass du nicht gekommen bist, um mir den Boden voll zu bluten. Naja, zumindest sehe ich keine Verletzung. Ich muss ja sagen, dass ich dank dir in letzter Zeit weit weniger Verwundete zu versorgen habe, als in der jüngeren Vergangenheit. Eine gute Sache. Auch wenn ich jetzt weitaus weniger Gelegenheit habe, neue Kräuter und Tinkturen auszuprobieren. Hihi. Ein kleiner Scherz am Rande. Natürlich tut es gut, mal nichts von morgens bis abends mit dem Tod konfrontiert zu werden. Aber genug geredet. Sprich, was führt dich zu mir? Krieger des Lichts. Jo. Die Wahrheit über die Krieger des Lichts, sagst du? Der Kristallexarch hat mir schon davon erzählt, aber ich schätze, man kann nie genug wissen, wenn es um die Geschichte unserer Welt geht. Ich werde mir anhören, was ihr zu sagen habt. Das will ich ihr auch raten. Sonst kommt der Krieger der Dunkelheit und metzelt dich nieder, so wie wir es mit allen unseren Gegnern machen. Okay, 3 Leute haben wir noch. Dann Kabinett der Kuriositäten. Ich glaube, da müssen wir noch mit... Ich glaube, das war richtig. Ja. Oh, endlich. Endlich mal, dass ich geschafft habe, die Stadt-Iteriten mal vernünftig, also richtig zu nutzen. Morin oder Morin oder wie auch immer.
Ach, wenn ich doch nur wüsste, wie dieses Dilemma auflösen könnte. Dieses Missverständnis muss endlich aus der Welt geschafft werden. Hey, du. Oh, entschuldige. Ich hab dich gar nicht gemerkt. Um ehrlich zu sein, zerbreche ich mir den Kopf über Artbert und die Krieger des Lichts. Seine Rolle in der Geschichte müsste eigentlich neu beschrieben werden. Die Krieger des Lichts haben es verdient, endlich als Helden unserer Welt anerkannt zu werden. Bedauerlicherweise berichten die meisten Bücher über sie nur als die großen Sünder und die Kardinaltugenden, die Auslöser der Lichtflut. Ich fürchte, das führt dazu, dass unser verzerrtes Geschichtsbild weiter verfälscht wird. Aber das muss sich ändern. Der Titel Krieger des Lichts muss in ein neues Licht gerückt werden. Eines, das historisch akkurat ist. Man müsste mit den Leuten sprechen und ihnen erzählen, was passiert ist. Wie, du planst eine Ansprache vor den Bürgern der Stadt zu halten und willst die Wahrheit über die Krieger des Lichts erzählen? Eine vortreffliche Idee. Längst überfällig, wenn ich so frei sein darf. Wenn die Kriegerin der Dunkelheit spricht, werden ihre Worte zweifelsfrei auf fruchtbaren Boden fallen. Ich kann mir niemanden vorstellen, die ein höheres Ansehen genießt, als du durfte. Yay. Ich bin Fame. Ist ja auch kein Wunder. Ich springe ja auch die ganze Zeit von irgendwelchen Klippen und so weiter runter, um Wege zu verkürzen. Ich glaube, ich gehe zum Isomorph-Quartier und dann von da so hoch. Es sollte funktionieren. So, Glina ist der nächste auf meiner Liste. Wenn das nicht meine liebste Reisendendufte ist, was verschafft mir die Ehre? Was auch immer es sein mag, seitdem du die Nacht wiedergebracht hast, kann ich mich vor Gästen kaum noch retten. Nicht, dass ich mich beschweren würde. Hey, auf gar keinen Fall. Um ehrlich zu sein, macht es mich glücklich, wenn ich Reisenden zuhöre, die davon erzählen, welch prächtige Gesellschaft sie doch auf ihren Reisen hatten und wie schön die Landschaft doch sei. Gefällt mir alles viel besser als die Schauergeschichten von überfallenen Karawanen und das Rätselraten über die sichersten Routen von und nach Crystarium. Die Wahrheit über die Krieger des Lichts. Der Kristallexarch hat einiges angedeutet, aber wenn du mich fragst, kann ich bei den Halunken an nichts anderes denken als an die vier Kardinaltugenden. Moment, waren das nicht mal mehr? Wie du sagst, meine Meinung dazu könnte sich schon bald ändern. Ändern? Also, wenn du das sagst, dann glaube ich dir. Ich werde da sein. Kannst du dich darauf verlassen? Wunderbärchen. So, ein Dude fehlt noch. Und das ist der Typ hier, der Bragi. Der Typ, der für die ganzen Geschäfte hier zuständig ist. Ah, du bist. Bist du gekommen, um dir anzuschauen, was wir feil zu bieten haben? Seitdem Julmor einen neuen Regenten hat, blüht der Handel hier nur so. Ich habe gehört, dass dieser Typ von der Daedalus Steinhauerreiter jetzt den Laden schmeißt. Endlich mal jemand, der sein Geschäft versteht. Wenn das so weitergeht, werden in ganz Northrand die Gildsäcke klingeln. Wir werden uns vor Handel kaum retten können. Und ich muss mir womöglich noch eine größere Geldkiste zulegen, um meinen Profit zu horten. Aber du bist gewiss nicht gekommen, um dir meine Prahlerei anzuhören, oder? Ganz sicher nicht. Ich verstehe. Der Kristallexarch hat bereits erwähnt, dass die Krieger des Lichts etwas mit deinem Sieg und der Rückkehr der Nacht in unsere Welt zu tun hatten. Ich hatte mich schon längst gefragt, was genau an jenem Tag geschehen ist. Ein guter Händler ist immer gut informiert. Ich bin auf jeden Fall dabei. Super. Dann wollen wir jetzt mal Lualfino treffen. Und wir wollen das Gespräch ins Rollen bringen. Es wird ein schöner Dialog. Ich freue mich auf sowas. Hey Leute, mal herhören. Ihr seid alle kacke. Die Krieger des Lichts waren toll. Buh, ihr seid scheiße. Ihr seid hässlich und stinkt. Deswegen heißt er auch Dufte Mieze. Was? Jetzt muss ich gleich anfangen zu weinen. Mich einfach selber hart gedisst.
Ah, da bist du ja. Ich glaube, wir haben nun ganz Kristarium abgegrast. Bleibt nur noch darauf zu warten, dass die Stadt sich hier versammelt. Ich sehe, haben sich bereits alle versammelt. Dann können wir ja anfangen. Ich weiß, ich dränge mich bei solchen Anlässen immer etwas in den Vordergrund. Aber diese Geschichte erzählst du lieber selbst, Kriegerin der Dunkelheit. Der Meinung bin ich auch. Die Wahrheit aus deinem Mund wird viel mehr Gewicht haben, als wenn sie von einem von uns kommt. Eine logische Entscheidung. Wer könnte die Geschichte der Krieger des Lichts besser erzählen als eine Kriegerin des Lichts selbst? Meine Herren, ihr habt da eine Idee. Wir überfallen die armen Krüppel. Natürlich nicht. Jeder weiß, dass wir hier keine Stimme haben. Aber ich bin gespannt. Lassen wir das einmal kurz ein bisschen ruhen. Und das ist die Wahrheit über die Krieger des Lichts? Unglaublich. Obwohl sie die Lichtflut ausgelöst haben, haben sie also versucht, das eigene Leben aufzugeben, um in eine andere Welt zu reisen und dort nach einer Lösung zu suchen. Und dann haben sie auch noch ihre Seelen geopfert, um für uns die Lichtflut zu stoppen. Was für Narren wir doch waren. Anstatt ihr Opfer zu würdigen, haben wir sie aus Unwissenheit verdammt. Damit sollten die Namen der Krieger des Lichts endlich wieder reingewaschen sein. Ist das etwa? Ja, ich sehe eine Gestalt. Ist das etwa ein Geist? Ich sehe ihn ebenfalls. Das ist der Krieger der Dunkelheit, dem wir uns einst im Ursprung entgegenstellten. Der Krieger des Lichts der ersten Splitterwelt. Artbert. Was hat das zu bedeuten? Hey! Du bist doch der, der den Sündenvertilger erschlagen hat! Nun hat die Kriegerin der Dunkelheit also die Wahrheit über die Krieger des Lichts verkündet. Wie zuvorkommend. Aber ab hier übernehme besser ich. Bürger von Kristarium, hört mich an. Ich bin Artbert, Krieger des Lichts. Unmöglich. Du und deine Freunde seid schon vor langer Zeit gestorben. Ja, das stimmt. Doch als die Kriegerin der Dunkelheit diese Welt von ihrem Leid befreite, wurde ich ins Leben zurückgerufen. Dies ist der Wille des Lichts. Und ich wurde entsandt, um neue Krieger des Lichts zu berufen. Diese Heldin kommt nicht aus unserer Welt. Sie entstammt einem uns gänzlich unbekannten Stern.
Und irgendwann muss sie auch dorthin zurückkehren. Deshalb liegt es nun an euch selbst, diese Welt zu beschützen. Die Tage, in denen wir uns auf fremde Retter stützen konnten, sind vorbei. Es ist Zeit, den eigenen Heldenmut zu finden. Es ist Zeit, dass wir alle als Krieger des Lichts wieder auferstehen. Wir sollen zu Kriegern des Lichts werden? Heldentum ist nichts Besonderes. Nehmt mich. Ich wurde nicht als Held geboren. Ich war nur ein einfacher Wanderer. Und während ich nichts weiter tat, als anderen Reisenden meine Hilfe anzubieten, begann man, mich als einen Krieger des Lichts zu bezeichnen. Heute weiß ich, dass jeder das Zeug dazu hat, ein Krieger des Lichts zu werden. Und dazu braucht es nur eines: den Willen, für andere einzustehen. Nach dem Kampf in Tempest hast du dich noch gewundert, was aus Artberts Geist geworden ist. Nun steht er in Fleisch und Blut vor uns und hält mitreißende Reden. Wenn wir jetzt hierbleiben, um ihn oder seine Botschaft in Frage zu stellen, werden wir die Bürger der Stadt nur verwirren. Ich schlage vor, wir ziehen uns vorerst ins Okular zurück. Ich bleibe hier und behalte ihn im Auge. Falls nötig, werde ich ihm folgen. Das ist also der Krieger des Lichts der ersten Splitterwelt. Ich sehe ihn zum ersten Mal. Aber ihr seid besser mit seinem Gesicht vertraut. Ist er es ohne Zweifel? Ich kenne ihn und die Seinen. Und ja, der Redner dort unten auf dem Platz ist Artbert. Doch die fragliche Frage lautet: wie hat er sein Leben zurückerlangt? Es ist, wie du sagst. Im Kampf gegen Emmet Selch wurde seine Seele von dir absorbiert. Dein Äther strahlt selbst jetzt noch ein starkes Licht aus. Ein Beweis, dass Artbert noch immer Teil von dir ist. Damit hätten wir eine Wiedergeburt Artberts ausgeschlossen. Und doch haben wir ihn alle gesehen. Sein Auftreten erinnert mich an die vier Kardinaltugenden. Aber ich glaube nicht, dass wir einen Sündenvertilger vor uns haben. Seine Wiederkehr kann nur eines bedeuten. Ein Aschen. Es ist durchaus denkbar, dass sich ein Aschen seines Körpers bemächtigt hat. Ich habe gehört, dass die sterblichen Überreste der Krieger des Lichts in der Nähe von Yulmor beerdigt worden seien. Also bevor sie als große Sünder bezeichnet wurden. Alle bis auf Artbert wurden als die vier Kardinaltugenden ins Leben zurückgerufen. Damit bleibt nur noch sein Leichnam, der von einem Aschen besessen werden könnte. Wenn dies das Werk der Aschens ist, kommt eigentlich nur der letzte der ursprünglichen in Frage. Elidibus. Du hast davon berichtet, dass Xenos seinen eigenen Körper wieder in Besitz genommen hat. Das heißt, der Fürsprecher musste den Körper des galäischen Prinzen aufgeben. Stattdessen hat er sich Artberts Körper bemächtigt und sich sogleich daran gemacht, das dunkle Werk der Aschens weiterzuführen. Nun, da Emmet Selch nicht mehr existiert.
Was sind das für garstig grässliche Geschöpfe, die Leichen wie eine Feiertagstracht zu tragen vermögen? Die Ashians sind übermächtige, körperlose Wesen, deren Existenz sich den Sinnen der Normalsterblichen entzieht. Als Elidibus sich das erste Mal im Sonnenwind zeigte, konnten nur Minfilia und unsere Heldin hier seine Gestalt wahrnehmen. Ich vermochte seine Anwesenheit nicht einmal zu erahnen. Solange man nicht über die Kraft des Transzendierens verfügt, ist es äußerst schwierig, die körperlose Gestalt eines Ashians wahrzunehmen. Deshalb machen sie sich auch jedes Mal das Fleisch anderer zu eigen, wenn sie ihren schändlichen Einfluss in der Welt ausüben möchten. Auch bei meinem Kontakt mit Elidibus hatte er wohl vom Körper eines fremden Besitz ergriffen, denn Alize und Tankred konnten ihn ebenso sehen wie ich. La Habrea kontrollierte einst Tankred, und Emmet Selch benutzte die Gestalt des galäischen Kaisers Solus. Es ist das gleiche Prinzip. Allerdings können die Ashians offenbar nicht in jeden beliebigen Körper schlüpfen, sonst hätten sie sich längst schon unserer Heldin bedient. Aber sie ist offenbar immun. Die Segnung des Lichts verhindert vermutlich, dass sie besessen werden kann. Ein anderer Grund, sollte er existieren, ist mir nicht bekannt. Gelänge es ihnen doch, wäre das eine Katastrophe. Ich wage mir gar nicht auszumalen, was dann passiert. Unser Kampf gegen die Ashians wäre womöglich verloren. Artbert war zwar auch ein Krieger des Lichts, doch die Resistenz gegen die Ashians ist wohl an den Geist und nicht an die sterbliche Hülle gebunden. Das könnte die Erklärung dafür sein, warum Elidibus sich seinen Körper trotzdem aneignen konnte. Aber dass ausgerechnet ein Ashian die Leute dazu aufruft, den Kriegern des Lichts nachzueifern, das klingt ja wie ein schlechter Scherz. Elidibus, einst gänzlich in Weiß gekleidet, bezeichnet er sich selbst als Fürsprecher, Bewahrer des Gleichgewichts zwischen Licht und Dunkelheit. Nun ist er der Letzte der Ursprünglichen. Ich hatte sogar bereits Gelegenheit, mit ihm Worte zu wechseln. Als ich von der Zersplitterung und dem Ziel erfuhr, die Welten zu vereinigen, hatte ich mir vorgenommen, seinen Plan zu vereiteln. Diese eigenmächtige Entscheidung damals war nicht lobenswert, sondern vielmehr töricht. Aber es gewährte mir die Chance, Elidibus kennenzulernen. Und was für ein durchtriebener Ränkeschmied er doch ist. Mit nichts als Worten brachte er Artbert und seine Getreuen dazu, ihr Leben wegzuwerfen, in die Ursprungswelt zu reisen und seinen Plan in die Tat umzusetzen. Auch diesmal manipuliert er eiskalt alles und jeden, auf dass sie ihm einzig und allein als Erfüllungsgehilfen für seine Pläne dienen mögen. Und wenn wir ihm nun hier und heute offen widersprechen, so wird es die Bürger, die gerade erst die Wahrheit über die Krieger des Lichts erfahren haben, womöglich in Aufruhr versetzen. Zumal ich vermute, dass es dir kaum recht sein dürfte, wenn Artberts Andenken nun wieder in Zweifel gezogen würde. Dann schlage ich vor, dass wir sein Handeln zunächst im Stillen verfolgen, anstatt sofort Alarm zu schlagen. Wie es scheint, hat er seine unredliche Rede beendet. Was jetzt? Schauen wir nun stillschweigend zu? Alfino hat seine Beschattung bereits aufgenommen. Vertrauen wir auf sein Geschick. Uns bleibt zunächst nichts weiter, als abzuwarten. Ich würde sagen, abwarten ist das richtige Stichwort. Wir warten ab, was der Kristallexarch zu sagen hat. Und kümmern uns in der nächsten Folge, wie schon angekündigt, um eine andere Baustelle, die wir noch nicht angegangen sind.
Und dementsprechend gibt es hier jetzt erstmal einen Cut. Und wir sehen uns dann, wo sehen wir uns denn eigentlich dann? Wir sehen uns dann in der Ruhestadt vor der langen Reise wieder. Mit der Quest mitten im Nirgendwo. Also, bis denn!